Was kommt demnächst auf dich zu, beziehungsweise wer kommt demnächst auf dich zu? Schauen wir mal rein, mein Hase, was jetzt hier so demnächst bei dir passieren wird. Bin schon ganz gespannt, was hier rausfallen wird. Aber bitte bedenkt, das ist natürlich eine allgemeine Legung, die auf dich zutreffen kann, muss aber eben nicht. Ne? Schauen wir mal rein. Mein Hase, bist du aktuell unruhig? Hast du irgendwelche Sorgen? Wartest du auf einen Anruf, auf eine Message, die aber irgendwie nicht reinkommt? Hat jemand gesagt, ich rufe dich an und hat es dann doch nicht getan? Ja, kleinen Augenblick. Es ist so, so blöd wie es klingt. Hier ist eine Situation, die lässt du nicht mehr so in dein Leben. Das ist für dich hier irgendwo vorbei. Ich habe als allererstes die Sense. Wo ratscht die denn rein? Naja, irgendwie immer wieder in Gesprächen, die nur im Verborgenen stattfinden, von denen vielleicht keiner was weiß. Es ist ein Kontakt, der im Verborgenen stattfindet. Ratscht rein, soll nicht mehr sein. Und warum? Naja, weißt du, es ist irgendwie so, dass du dich vielleicht jetzt demnächst oder du hast es schon, dass du dich wirklich aus einer Verbindung jetzt löst und trennst. Nicht er oder sie. Du wirst dich hier entscheiden, dich zu trennen von einer Verbindung, wo du das Gefühl hast, das ist sowieso nicht wahr. Das ist nicht richtig. Hier läuft irgendetwas falsch. Und jedes Mal ist es auch immer wieder die gleiche Scheiße. Es geht nicht weiter. Aber eben auch, es geht nicht weiter. Ja? Und da entscheidest du einfach hier für dich, ich will das nicht mehr. Ich trenne mich. Aber klimperklar, du für dich, niemand anderes hier. Ja? Und wenn du damit nicht in Resonanz gehst, dann ist es halt auch wirklich nicht deine Legung. Aber hier ist es heute so, dass du irgendwie immer mehr das Gefühl erhältst, es ist... Nee, es geht einfach nicht mehr. Immer wieder diese Lügen. Du willst es nicht mehr. Du willst hier irgendetwas nicht mehr. Ja? So, wen haben wir denn hier? Da schaue ich mal drauf. Naja, schau dir das mal an. Ach, du bist aber auch anziehend. Ne? Eieieiei, bist du hier ein hübscher Mann oder eine hübsche Kirsche? Und da habe ich auch irgendwie so das Gefühl, du kommst auch so auf den Trichter, dass du ganz genau weißt, ich könnte hier auch noch ein paar andere haben. Na? So. Jetzt guck aber mal, wer hier dich nicht loslassen kann. Hier kann dich jemand nicht loslassen. Du guckst hier drauf. Hier wird jemand, hier klammert jemand an einer wunderschönen Frau beziehungsweise an einen wunderschönen Mann. Was ist denn mit diesen Bären oder mit dieser Bären los? Ah, ist auf einmal nicht mehr so ganz klar, ob man hier weiter so machen kann, wie man das immer für sich gemacht hat. Ne? Hier war man sich ja sicher. Ich habe Erfolg mit dir. Ich kann machen, was ich will, vielleicht auch. Aber plötzlich ist man sich ja nicht mehr so klar. Boah, was ist denn mit dir jetzt? Jetzt erreiche ich dich wirklich nicht mehr. Bist du jetzt wirklich weg? Also es könnte sein, dass du es tatsächlich weiter treibst, als du eine Trennung jemals wirklich weiter getrieben hast, sondern dass du wirklich sagst, es ist jetzt Schluss, es ist aus und vorbei. Tja, und damit wirst du Erfolg haben und dein Happy End bekommen. Ob das nun jetzt wirklich mit ihm ist oder mit ihr, oder du eben dir wirklich sagst, andere Mütter haben auch schöne Söhne, andere Väter haben auch schöne Töchter. Egal, was du tust, für dich kommt das Happy End, ganz einfach, weil du jetzt zu dir stehst.